So, einen wunderschönen guten Tag. Na, bist du willkommen bei Workshop Wednesday. Willkommen zu Workshop Wednesday. Herzlich willkommen zu unserem Workshop Wednesday. Es ist mal wieder Mittwoch, Workshop Wednesday. Willkommen beim Workshop Wednesday und... Gute. Willkommen beim Workshop Wednesday. Willkommen zum Workshop Wednesday. willkommen zum Workshop Wednesday. Hi, guten Tag. Herzlich willkommen bei Espresso Motorsport. So, willkommen beim Workshop Wednesday. Ach, guck schon wieder, sieht's aus, als wenn wir Scheiße machen. Komm! Los, ja? Was ist das? So, und? Stück aus. Da hat einer irgendwie, da war komplett Lochgras drin und dann hat einer einfach ein Blech drüber gebraten. Und das Problem ist, dass er das Ganze noch viel, viel schlimmer gemacht hat. Dass er nicht das ganze Wasser drin gesammelt hat und der Rost unten drunter nicht rausgeschnitten wurde. Das heißt, da war eigentlich nichts mehr zu machen. Und da hat einer irgendwas zurechtgefuscht und hat jetzt richtig Arbeit fabriziert, weil jetzt durften wir die Längsträger wirklich komplett bis hier vorne hin einschweißen, dann hier diese Unterteile neu, die sind normalerweise brutal teuer, original bei Mazda. Das ist eigentlich Humbug gewesen, da einfach irgendwas zurechtzufuschen, macht es am Ende nur teurer. Deswegen lieber einmal richtig, das kostet nur halb so viel dann. Und 1000! Hallo Sebastian! Hallo! Machen wir heute mal die Huffy-Cam. Zweimal hintereinander kommt. Gehen wir mal gucken, was der Guido hier arbeitet. Guido, der macht wieder nur Fratzen. Ja, da willst du in einem machen. Ja, da macht der so Streifen. Was willst du in mein Ohr oder was? Jupp. Ob da. Das ist der Oliver. Was ist das jetzt für eine Flüssigkeit? Ach, AdBlue, ne? Ja, das ist AdBlue. Das sieht man schon an dem Deckel hier. Das ist ein Diesel MX-5? Ja, der erste Diesel MX-5. Wir haben umgebaut. Turbo-Diesel. We'll be right back.
Simon, machst du jetzt? Ich mach diese Schraube los. Warum? Weil da fehlen die unendlich Scheibchen. Die unten drinnen. Also kontrollier es einfach. Nee. Okay, die Unterlegscheibchen da unten drunter. Okay. Weil da müssen Unterlegscheibchen unten drunter. Müssen da nicht normalerweise Unterlegscheiben drunter? Genau, die Marsch jetzt da drunter, die Unterlegscheiben. Weil die müssen dann im Strom. Ja. Mega. Wie wollen wir uns beamen? Mit Springen oder? Kannst du oder klatschen oder wie auch immer. Okay, mit Klatschen.